Lieben, und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber feinen Special von Star Stable. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie das funktioniert, wie man die Fürfähigkeit von Star Stable erlangen kann. Das Update ist ja jetzt raus und das Update speziell wird nach diesem Video erscheinen, weil ich da eine kleine Überraschung für euch vorhabe. Und vorher wird auch noch ein zweites Video auf meinem Kanal, also auf unserem TV-TV-Kanal erscheinen. Aber das alles zu seiner Zeit. Wie ihr seht, bin ich in Jarlaheim, also im Jorvik-Stall gelandet, wo eine Tiertrainerin rumsteht. Und ich werde jetzt mal dahin gehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass die nur für die Star Riders gemacht haben, aber kann man ja nichts dran ändern. Lerne dein Pferd zu führen. Hallo, ich kann dir gegen eine Gebühr beibringen, dein Pferd zu führen. Ich habe 726, das kostet 135. Und dann wollen wir... Der Pferdetrainer kann dir gegen eine Gebühr beibringen, dein Pferd am Zaumzeug zu führen. Um dein Pferd zu führen, musst du erst absteigen und dich dann vor deine Pferde stellen. Wenn du dein Pferd an dem Ort, an dem du dich gerade befindest, führen kannst, erscheint ein Führer-Pferd-Button unten in der rechten Ecke des Bildschirms. Wir drücken jetzt einfach mal auf OK. Herzlichen Glückwunsch, du kannst dein Pferd ab jetzt führen. Und ich habe noch 591 übrig, also noch genug für das, was ich vorhabe. Ich steige jetzt einfach mal ab. Und ich kann mein Pferd führen. Und ja gut, die Kameraperspektive ist ein bisschen blöd. Aber Silver Shadow folgt mir ganz, ganz brav. Deswegen habe ich mir auch extra dieses braune Zaumzeug angeschafft. Dieses Zaumzeug wird einfach mein Führzaumzeug werden. Das sieht schön aus. Es ist ein Einzelstück, aber es ist einfach... Ja. Wow. Wahrscheinlich kriege ich jetzt irgendwie was im Chat gesagt oder so. So, wow, du kannst dein Pferd führen. Cool. So. Oh, wie komisch das aussieht. Oh, also... Ja, das gefällt mir. Ja, mal schauen. Wow. Hör auf damit. Ich mache nichts. Ich wollte gerade sagen, ich mache nichts und mein Pferd geht einfach weiter. Schön. Ich find's cool. Ich kann meine Pferde jetzt führen. Einige finden es unnötig. Ich find's wiederum, wie ich gerade schon gesagt habe, ich find's cool. War lang ersehnt, ist jetzt endlich da. Wie gesagt, finde ich nicht so... Finde ich jetzt doof, dass es nur Star Rider machen können und nicht Star Rider. Und ich finde, dass diese Führfunktion macht das Pferdespiel, also das Pferdespiel, das macht Star Stable schon wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen realer. Weil man reitet ja nicht mit dem Pferd so 5 Meter, um dann wieder abzusteigen und es zu satteln. Also das macht man nicht, das geht nicht. Und lass uns jetzt mal abholen und gucken mal, ob das Pferd uns dann immer noch am Führstrick folgt. Tatsache. Und was ich jetzt auch nochmal eben kurz mit euch ausprobieren möchte, ist, wie die einzelnen Pferde auch so aussehen. Warum geht das nicht? Sag nicht, ich muss erst... Toll. Das hätten sie auch ruhig anders machen können. Also, das muss ich sagen, das gefällt mir dann auch schon wieder nicht so.
dass man dann extra. Oh. I have lost my horse. Das ist auch nicht schlecht. Einfach mal jetzt nur so da stehen lassen. Also das Einpacken, weil ich wahrscheinlich dann doch noch auf Pferd machen. Eigentlich wollte ich nicht, wollte ich das Video nicht so lang machen. Aber wollen wir doch mal schauen. So ein normales Pferd habe ich gerade nicht hier. Also so diese ganz normalen Pferde. Aber das kommt noch. Probieren wir das doch jetzt einfach mal am Araber aus. Tatsache, man kommt, wenn man das Pferd führt, nicht aus dem Stall raus. Ja, ich hab's doch dabei. Ich führe es am Strick und du willst mich nicht... Es geht nicht. Seht ihr das? Es geht nicht. Jetzt ist der Stern zwar ausgefüllt, aber es geht nicht. Er will mich nicht mit dem Pferd am Strick rauslassen. Ja, ist okay. Dann lass uns doch was mal an Silverfighter austesten. Cool. Eigentlich wollte ich das Video gar nicht so. Eisflower. Ja, du stehst mir jetzt nicht hier so ganz so richtig. Also das werde ich dann, das werde ich wahrscheinlich noch per Reiten machen. Also da ich das Pferd, dass ich mit dem Pferd in der Hand nicht einen Stall verlassen kann, finde ich aber jetzt doof. Ja, damit beende ich jetzt das Video hier. Und wir sehen uns dann auch schon bald wieder. Tschüss!